American writers debate. George Martin is a pantser. Neil Gaiman is a pantser. George Martin was a pantser, Robert Jordan was a pantser. Stephen King is a pantser. Okay. And none of them use an outline. Interesting. Mm-hmm. Okay, habt ihr mitgekriegt? Ja, ja, hat die Namen, ja, die vorher die losschreiben und dann gucken, wo die Geschichte wegen führt. Of course, George Martin, that may be his wife, it's not done. I like that you said that. You are also working together with a continuity editor who looks at your stuff. Yes. And to help you to keep everything straight. Yep. Yeah. That, and so I guess this is important for you. It is. I feel that continuity is very important to me and my fans. And so I hired someone, his name is Peter, and he is like my second brain. Without Peter, I couldn't do any of this. And he's very good at telling me when I contradict myself. Okay. Because if he doesn't, then the fans are going to point out that I contradict myself. And so I'd rather Peter tell me. Also hat einen Continuity, oder jemanden, der ihm dabei hilft, halt die ganzen Details in seinen Romanen auch tatsächlich so im Kopf zu behalten, dass er sich nicht selber widerspricht oder irgendwie was schreibt, was nicht zu dem passt, was er vorher gemacht hat. Da hat er jemanden eingestellt, weil es ihm lieber ist, dass Peter das macht, dass er ihn darauf hinweist, schon im Vorfeld, als dass es die Fans sind. Weil die entdecken es dann meistens. Ja. Can I have his number? It's really good, but he's mine. It was very fun because, if you don't mind the story, Peter always wanted to be an editor. And he was my friend in college. And Dan Wells and I wanted to be writers. So we would go to conventions together. And we found that the editors were sometimes scared of the new writers because the new writers would always find them and all ask to be published. And so sometimes the editors would hide or things like this. But Peter wanted to be an editor. So we would go up to the established editors and we would say, our friend wants to be an editor. And the editors would all say, oh, you poor person. Oh, I'm so sorry. Editing is so hard and nobody gives you any credit. And then they would talk to him and things like this. And then they would look at Dan and me. And they'd say, do you guys want to be editors? And we'd say, no, we're writers. But we were already in a conversation and they couldn't escape. We called it Petering People. And Dan and I both got published in America by doing that. Also, falls es irgendjemand nicht verstanden hat, Dan Wells und Brandon sind immer zusammen mit ihrem College-Freund Peter auf Conventions gegangen und hatten den cleveren Plan, weil Peter wollte immer eigentlich gern Lektor werden. Und Dan und Brandon waren sich schon immer sicher, dass sie Autoren werden wollten. Und dann sind die mal zu dritt aufgetreten und weil sich ja Lektoren ganz gerne auch mal vor Autoren auf Conventions verstecken. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in Amerika ist das der Fall, um halt einfach nicht in irgendwelche unangenehmen Gespräche verwickelt zu werden, haben sie mal Peter vorgeschickt, der dann eben erzählt hat, dass er selber gerne Lektor werden würde. Und so sind wir alle zusammen ins Gespräch gekommen und so hat sich das dann ganz natürlich ergeben, dass dann Dan und Brandon auch darauf hinweisen konnten, dass sie selber Autoren sind und schlussendlich hat es ja auch geklappt, sie sind ja beide veröffentlicht. Ja. Michael, du hast gerade gesagt, du hättest auch gerne einen Continuity Editor. Ja, so machen wir das ähnlich, ja. Ja, denn mir fällt auch gerade die neue Welt, der Tote Helden spielt, ja. Die nennt sich ja Astray. Mhm. Erinnert mich jetzt natürlich spontan an Englisch, Astray, verloren. Ja. Das passt ja jetzt gerade irgendwie so ein bisschen. Hast du zum Astray? Jetzt, nee, aber halt zum spiegelt. Namen haben ja oft schon eine Bedeutung. Astray oder Astray spiegelt das auch dieses Gefühl der Verlorenheit irgendwie wieder? Ja, also das ist eigentlich schon eine verlorene Welt. Also in der Welt ist vor knapp 40 Jahren was passiert und seitdem verläuft halt alles durch diese Welt. Also durch diesen Kontinent Astray läuft Astray, läuft dritten durch den Riss. Und die beiden unterschiedlichen Hälften haben sich entsprechend unterschiedlich entwickelt. Im Osten gibt es ein großes Reich. Der Westen ist zersplittert in viele kleine Städte, Herzogtümer, Königreiche.
Und ja, es ist eine Welt im Umbruch. Ein bisschen, ja, wie unsere Welt eigentlich auch. Ich hoffe nicht, dass sie als Grey, dass sie irgendwie verloren ist oder verloren geht, aber es ist eine Welt im Umbruch und ich fand es eben ganz spannend, eine Fantasy-Welt zu entwerfen, eben auch in diesem Umbruchbegriff. Hast du dich auch so ein bisschen verloren gefühlt, als du dich an die neue Welt gewagt hast, nach 11 Erdweltromanen? Ja. Nein, es war eigentlich eher schön. Es war schon eine gewisse Befreiung, mal ganz neu anfangen zu können. Ich hatte im Gegensatz zu den Erdbeeren. Weil du ja keinen Continuity-Editor hast? Weil ich das eben nicht habe, konnte ich mal hier harter Schnitt und von vorne anfangen. Das Gute war, dass ich diesmal schon wusste, dass es mehr Bände werden und ich konnte mir den Luxus gönnen, diese Welt zunächst mal in aller Ruhe zu entwerfen. Ich hatte auch den zeitlichen Rahmen dafür. Bei Erdwelt war es natürlich so, ich wusste am Anfang nicht, dass die Orks so ein Erfolg werden. Also ich habe mit einer Trilogie geliebäugelt, aber dass es schlussendlich dann 11 Bände Erdwelt werden, konnte ja damals wirklich keiner ahnen. Insofern ist diese Welt auch mit dem Roman mitgewachsen. Es war immer so, Erdwelt war immer ein bisschen Work in Progress, aber jetzt die neue Welt konnte ich mir wirklich so entwerfen und so bauen, wie ich es eben haben wollte, wie ich sie für die Handlung auch brauche. Aber ich habe auch irgendwo gelesen, dass du ergründen wolltest in deinem neuen Roman, was eigentlich mit Helden passiert, nachdem sie ihre Heldentat vollbracht haben. Das war eigentlich so ein Initialzündung für den Roman. Ja. Ich wollte eigentlich eine Fantasy-Geschichte erzählen, die da weitergeht, wo normalerweise Fantasy-Geschichten aufhören. Die Quest ist jetzt zu Ende und der Bösewicht ist besiegt, aber was kommt jetzt? Kommt da nicht zwangsläufig eine neue Quest? Das könnte passieren, aber das Personal dafür fehlt eigentlich. Also es sind diese 7 Helden, die damals die große Schlacht geschlagen haben, die sind nicht mehr da. Man weiß nicht, sind die verschollen, sind die tot, daher auch der Titel. Ja. Und es geht zunächst mal, diese Helden wieder zu finden. Und was ist mit denen passiert? Werden Fantasy-Helden in ihrer Welt als Stars? Sind die gefeiert? Stehen die vielleicht gar nicht so gut da? Vielleicht haben die auch an ihrer Vergangenheit zu tragen, haben da so manches, was sie aufarbeiten müssen. Das fand ich ganz spannende Fragen und darum geht es eigentlich in diesem ersten Band ganz besonders. Waren da zuerst bei dir die Figuren oder zuerst die Welt? Als allererstes waren die Figuren da, also das war diese Idee, die ich machen wollte. Ich hatte eigentlich für mindestens 5 von diesen Helden, die hatte ich relativ spontan auch im Kopf, weil ich da ziemlich genaue Vorstellungen hatte. Dann kam die Welt und dann kamen die anderen 2 Jungs. Ah, und waren sie im 7, weil es auch 7 Bücher werden soll? Oder hat das gar nichts? weiß ich nicht. Nein, das 7 ist natürlich eine schöne Zahl. Das ist eine märchenhafte Zahl in der Fantasy. Da gibt ganz 7 Zwerge. 7 Zwerge natürlich. ja, also es war einfach 7. Es musste natürlich eine Zahl sein, die in der gewissen, also die auch einen Hang zur Legendenbildung hat. Das heißt nämlich umsonst, die Legenden von Astrei, also diese Helden von 1 sind inzwischen natürlich Legenden. Also man erinnert sich auch mehr an die. Viele wollen sich auch gar nicht mehr an die Helden erinnern. Also es gibt auch eine Textstelle, die gleich am Anfang im Buch zitiert wird. Also es gibt relativ viele Leute, die diese Helden von damals für blöde Arschlöcher halten. Das gibt es auch, aber eben da gehen die Meinungen auseinander. Und ich versuche eben so ein bisschen die Wahrheit dazu zu finden. Ist das eine Textstelle, die du auch mitgebracht hast? Oder nicht? So was würde ich Ihnen vorlesen. Nein. Ich lese was anderes vor. Das Wirtshaus trug den Namen zum hungrigen Wolf. Das hölzerne Schild, das über der Eingangstür angebracht war und ein Graufell mit aufgerissenen Drachen zeigte, wog sie knarrend im Wind, der an den steilen Klippen entlang blies und den Regenland einwärts trieb. In endlosen Fäden stürzte die Flut aus dem dunklen Himmel, prasselte auf das schäbige Schindeldach und von dort in die Pfütze. Aus den Butzenfenstern des aus Stein gemauerten Hauses jedoch drang warmer Lichtschein, der einen Herd und Gastlichkeit versprach und eine warme Mahlzeit. Die Kapuze seines Umhangs tief ins Gesicht gezogen, trat der Mann aus den grauen Schleiern, drückte die schmiedeeiserne Klinke und trat ein. Der Regen und die Kälte blieben draußen zurück. Vor ihm lag ein Schankraum, dessen in der Mitte gelegene Feuerstelle für wohlige Wärme sorgte. Männer in abgetragener Arbeitskleidung lugten sich an den Tischen und Bänken, die den Herd säumten, und tranken Bier aus hölzernen Krügen. Von dem Neuankömmling nahm kaum jemand Notiz. Bis auf den beleibten Mann mit der schmutzigen Schürze und den glänzenden Backen, der beflissend grinsend näher trat. Rede rein, ehrenwerter Herr, verlangte er, wobei er mit dem ebenso kurzen wie starken Arm gestikulierte. Mein Gasthaus ist das Beste im Ort. Womit kann ich euch dienen? Mit einem Krug Bier? Oder seid ihr hungrig? Der Wanderer nickte. Er hatte den würzigen Geruch der Fischsuppe noch vor den schwaden, süßlichen Ophirs gerochen, die die warme Luft durchsetzten. Und sein leerer Magen lechzte danach, endlich einmal wieder gefüllt zu werden.
Er schlug die Kapuze zurück und ignorierte den befremdenden Ausdruck im Gesicht des Wirts. Er war daran gewöhnt. Es machte ihm längst nichts mehr aus. Ihr wollt von der Suppe, Meister? Fragte der Wirt. Offenbar war er sich nicht mehr so ganz so sicher, einen ehrenwerten Herrn vor sich zu haben. Bitte, der Mann nickte, aber ich habe kein Geld bei mir. Kein Geld? Entsetzen trat auf die Züge des Wirts. Wie wollt ihr dann bezahlen? Erklärte der Besucher und schlug den durchnässten Umhang zurück. Darunter kam ein lederner Beutel zum Vorschein, den er wie einen Schatz an sich presste. Er öffnete den Knebel und zog eine Leier hervor. Was soll ich damit? Der Wirt schüttelte das bullige Haupt, seine Backen hatten längst zu glänzen aufgehört. Das Ding ist kein Schluck Bier wert. Da irrt ihr euch, versicherte der Fremde. Aber ich hatte auch nicht vor, es einzutauschen. Mein Name ist Rajan und ich bin Sänger. Als Gegenleistung für eine warme Mahlzeit werde ich euch und euren Gästen etwas vorsingen und euch unterhalten. Die Backen des Wirts flusterten sich, seine Augen verengten sich zu Schlitzen. Es war ihm anzusehen, dass er den Vorschlag wenig praktikabel fand und im Begriff war, den ungebetenen Gast vor die Tür zu setzen. Als einer der Männer an den Tischen rief, »Hey, Bauer, das ist eine gute Idee! Setz uns zu Hause aber was anderes vor als dein abgestandenes Bier!« Einige der anderen Gäste stimmten grölend zu und obwohl der Gedanke dem Wirt noch immer nicht recht zu behagen schien, gab er den Weg frei und winkte Rajan vollends in den Schrank auf. Von mir aus, nur der, setz dich und spiel. Aber was Ordentliches, hörst du? Fügte der Schreihals von vorhin hinzu. Ja, was Schmissiges, meinte ein anderer. Oder was von schönen Weibern? Fügte wieder ein anderer vor, was lautstarke Zustimmung nach sich zog. Ihr wollt was von Frauen hören? Fragte Rajan. Er legte den Umhang ab und setzte sich kurzerhand ans Ende eines Tisches. Dabei ließ er seine von der Kälte noch klammen Finger über die Seiten der Leier gleiten, sodass einige Töne erklangen. Nichts leichter als das. Ich bin weit herumgekommen, meine Freunde, das könnt ihr mir glauben. Und ich habe Frauen gesehen von solcher Schönheit, wie ihr es euch in euren kühnsten Träumen nicht vorstellen könnt. Die Blicke sämtlicher Gäste, es waren ausschließlich Männer, hatten sich auf ihn gerichtet. Sing endlich! Rief einer ungeduldig. Ja, rief einer der Männer. Sing etwas von Seejungfrauen und Meerweibern, die einen arglosen Seemann verführen. Die anderen bekunden brüllend ihre Zustimmung.